Hi Matrosen und willkommen zu einem Airship-Kampf. Heute duellieren sich Octopaul 2001 gegen Balventrox und Ghost Whisperer. Dies hier ist ein Airship-Kampf. Wir befinden uns in der Map Esperanza. Ich sehe, Blau hat noch Mausi 27 zugekommen. Da bin ich gespannt, wie das endet. Octopaul 2001, das ist das Airship aus ihrem Herbststurm Airship Event. Ich sehe noch keine Torpedos rumfliegen. Wahrscheinlich haben sie auch keine Flugmaschinen eingebaut. Zumindest sehe ich auch keine Flugmaschinen. Auf jeden Fall, das hier sind schneller, die er drin hat. Sind das Fallschnelllader? Ja doch, das sind so dumme Fallschnelllader. Der hier hat keine Schnelllader, das sind artilleriemäßig, vielleicht Halbautos. Oder schnelle Magalkanonen. Ne, sehen mir aus wie Schnelllader. Auch die Schnelllader kann man hier adressieren. Ach, da war ja drüben mit einem Bildschirm. Auf jeden Fall Prozentschade sind die etwa gleich. Na gut, das eine Airship ist etwas kleiner. Vielleicht hat das mehr Erfüllung, das andere ist mehr Erfüllung. Größere Airships sind hier ja wohl leicht im Nachteil. Wobei ich nicht denke, dass der hier auf das technische K.O. gehen kann. Wir sehen hier, es ist schon sehr weit reingeschossen worden. Sieht fast nach einem Durchschuss aus schon. Bin ich gespannt, ob da dann noch Optionen zur Verfügung stehen, zum Gegenschlag auszuholen. Von seiner Seite ist das nämlich aktuell sehr still geworden. Schauen wir mal, da hinten lief. Da rein in die Ecke, hat wahrscheinlich ja noch eine Kanone gefunden. Da ist ein Kieslauf. Hat auch schon was gegeben, dass unten diese Kanone wohl auch schon vernichtet wurde. Da oben ist halt noch eine Ebene. Da oben wird wahrscheinlich doppelt gekillt sein. Bei 2,28% liegen die 7%, müssen sie erlangen, um das technische K.O. zu erreichen. Ich denke nicht, dass er das schafft. Das wird wahrscheinlich in einem Enterphase umgehen. Jetzt sind ja die Kits eingeführt worden. Vielleicht hat er ja eines mit Elytra ausgewählt. Dann ist da vielleicht die Möglichkeit, dass er rüberfliegen könnte. Hier ist am Laufen. Ein 1 gegen 3, fast 3% Schaden. Kommt darauf an natürlich auch, wie flexibel die Kanonen sind. Ja, da haben die auch noch andere Kanonen, aber die müssen mehr Blockschaden errichten. Das ist hier wichtig, wenn sie jetzt nicht auf das antanken können. Aber bei 3 gegen 1 einzahlen, das wird eine knifflige Angelegenheit. Schauen wir mal rüber, wie es aussieht. Hier oben schießt er weiter rein. Das schießt drüber, so wie es aussieht. Na genau. Auf jeden Fall mal einen Schaden. Bald ist der Durchschuss. Versuchen langsam runter zu mörsern, würde ich. Die Frage ist, ob die eine Mörserfunktion da drin haben. Ach ja, ist halt noch ein bisschen angekratzt wird. 3,26% liegen die. Und der erste ist auch schon gestorben. Hier hinten ist angekratzt. Ist auch nicht schlecht. Hätte er jetzt nicht schon das Heizer gebrochen können. Aber nennenswert Schaden erzeugen ist dort nichts vorhanden. Da hinten lief einer. Da.
sich die Situation mal angucken und hat sich rausgebuddelt. Gucken wir hier rüber, wie es hier aussieht. Oh, na, relativ. Und da sitzt er. Ne, das ist ein Kopf, einfach nur von der Kanone. Ja, jetzt ist er wirklich am gucken, wo man Prozent hinkriegt, aber sie müssen ja jetzt noch 3,7% erzielen. Das wird wahrscheinlich nicht kommen. Höchstens versuchen zu schwenken. Hier macht er vorher noch ein, zwei Blockschaden. Er hat eventuell beinahe getroffen gehabt. Bei Wanddruck ist jetzt nur noch alleine ist jemand gestorben. Und wahrscheinlich ist auch sie geleftet. Das wird wohl auf eine Antafas hinauslaufen. Da ist bei Ventrox leicht im Vorteil, der hat noch 20 HPs. Und Octopaul ist dort angeschädigt. Ist 18. Ah, Octopaul ist gestorben, wahrscheinlich durch die Kanonenfallen. Durch die Kanonen gefallen. Auf jeden Fall bei Ventrox hat diesen Kampf gewonnen. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.